Guten Tag, Freunde, und moin moin. Wir sind bei feinstem norddeutschen Herbst-Winterwetter auf dem Boot. Unsere Plane hat einen kleinen Abgang gemacht. Wir waren ja auch noch nicht fertig. Aber wie ihr seht, haben wir schon einen kleinen Teich. Ja, wir machen jetzt einmal so ein bisschen Bestandsaufnahme. Und gucken mal, also erstmal Wasser runter, dann die hier wieder zurechtzubbeln. Und dann war das ja sowieso nur eine Übergangslösung. Wir wollen ja langfristig das das ein bisschen einfacher und professioneller haben. Und für hier hinten zum Beispiel fehlt uns ja auch noch komplett eine, die wir noch besorgen müssen. Ja, von daher machen wir jetzt erstmal das Wasser runter und dabei versuche ich nicht komplett nasse Füße zu kriegen. Mal gucken. So, wir machen jetzt, versuchen jetzt das Wasser runter zu kriegen. Nehmen wir wieder mein Handy, weil ich glaube, habe ich noch was nass werden kann? Nee. Ich habe keine Tasche. Wir haben nämlich, du hast doch eine Jackentasche. Ja, warte, so. Wir haben nämlich auch Löcher in der Plane, das heißt, ich kann die jetzt nicht einfach versuchen, naja, ihr könnt euch das vorstellen. Da liegt auch was drin. Warte, ich muss da jetzt erstmal reingreifen. Das ist kalt. Oh! Was ist das? Ich glaube, das ist oben auf den Wanden drauf. Mal hier. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den zweiten Teil noch finden. Also ich versuche das jetzt mal runterzumachen, aber wo ist dieses Loch? Verrückt, wie schwer Wasser ist. So, da vorne ist das Schlimmste. Jetzt muss ich. Ich will da nicht drunter durchkrabbeln, weil da ist ein Loch. Und wenn ich das hoch mache, wenn ich drunter bin, wenn ich das drunter liege. Ja, dann müssen wir ja vor dem Teich da. Ja, wollen wir die nicht einfach abmachen? Also. Ja, aber guck mal, die ist. Also, wenn wir die jetzt erstmal noch voll zurückziehen. Das ist doch erstmal besser als gar nichts. Und wo hat sie jetzt noch? So, ist links auch Wasser? Nee, ne, da ist sie sowieso weggeweht. Ja. Okay, ich gehe jetzt mal drunter durch. Und das mal an. Ist das Holzteil da noch? Ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich. Entweder es liegt da oder ich habe es reingenommen. Dann damit ist trocken. Ja. Das ist natürlich kacke, weil es hier rüber geweht ist und das Wasser mit seinem Gewicht das halt hier runter drückt. Jetzt hier raus. Baden. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das mit drauf kriege. Jetzt wäre gut, wenn die Plane ein Loch hätte. Guck mal, das ist hier das Seil, was ich gespannt habe. Ja. Haben wir einen Eimer? Ja. Was ich schippen kann? Haben wir. Und mal mit dem Eimer. Kannst du ihn quasi hier gegenwerfen? Nee, warte. Ich gebe ihn dir hier unten irgendwie. So. Ich hatte nicht gehofft, dass ich in der ersten Saison schon Wasser vom Boot schippen muss. Aber gut.
Bringt das Spaß? Aber richtig! Wir wissen ja alle, norddeutsche Segler sind Herder. So, Versuch Nummer 2. Der nächste Pool. Ja, aber da ist ein kleines Loch, da läuft es jetzt durch. Ah, schön. Jemand duschen? Wow, okay, es läuft hier auch alles an meine Schuhe. So. So, wir haben das jetzt einmal wieder zurechtgezogen und werden jetzt versuchen, das an den Seiten unterm Boot längs einmal festzumachen, dass sich das irgendwie wieder runterzieht und nicht immer sofort da Wasser reinkommt. Wenigstens erstmal provisorisch, bis wir unser neues Ding haben und das dann nochmal komplett neu aufbauen. Aber das ist jetzt erstmal wieder ein paar Tage hält. So, ich habe hier nämlich noch diesen Beutel mit diesem, ich weiß gar nicht was das ist, aber das ist irgendwas mit so Plastik ummantelt. Und das haben wir auch hier langlaufen an der Plane durch die Ösen. Und da ist jetzt einfach erstmal meine Idee, erstmal provisorisch, das jetzt hier unterm Boot durchzumachen, um die Seiten halt so zu verknüpfen, dass sie sich halt ein bisschen runterziehen gegenseitig, weil das Ding zieht immer wieder hoch. Und dann sammelt sich das Wasser halt noch schneller. Und langfristig gucken wir halt, dass wir da Gewichte ranhängen. Also wir haben so Kanister, so leere. Die werden wir dann da noch anmachen. Genau, das ist jetzt erstmal die Idee. So, ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie die Autos kommen, weil ich glaube, der wird die GoPro nicht sehen. Dann fallen die weg. So, wollen wir mal. Oha, also hier ist sogar so eine Klammer, aber ihr seht auch schon, Korrosion ist am Start. Könnte noch gehen. Ach Kacke, ich brauche die Leiter. Also, wo will ich denn? Eigentlich hier am Bock vorbei drunter erstmal. Erstmal die Mitte. Oh, das ist schlau. Naja, wobei das ist ein langes, ne? Eigentlich müsste ich vorne, glaube ich, anfangen. Und dann dopp, 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 mehrfach. Ja, so was. So. Das reicht ja eigentlich schon. So. Mal gucken, ob das klappt, Freunde. So, ich zeige euch mal, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe das jetzt erstmal provisorisch hier so verzurrt. Seht ihr, ne? Geht unterm Boot längs. Auf der anderen Seite auch. Dass halt unsere Plane immer mehr nach unten gezogen wird. Wir gucken gerade, ob wir noch einen alten Kanister haben, wo wir halt Wasser reinfüllen, als Gewicht nach unten. Und ich habe noch, ich habe in dem Beutel noch so ein Tau-Ding, Kabel, keine Ahnung was es ist. Werde ich hinten auf jeden Fall noch was machen. Also es gefällt mir auf jeden Fall besser als vorher. Und dann gucken wir, wenn wir jetzt hier in ein paar Tagen wiederkommen, für die sowieso noch die Plane hinten, ob das was gebracht hat oder nicht, ob das jetzt besser hält, ob das Wasser besser abläuft. Schauen wir mal. Ja, achso, und dann heute noch die Solarzelle abbauen. Die ist abgeklemmt, also es ist nur so eine Steckverbindung mit Kabeln. Und die wollte ich eigentlich jetzt ungern ganzen Winter draußen lassen. Deswegen, das sind nur zwei Schrauben, habe ich gedacht, die baue ich ab und stelle sie einfach rein.
Müsste ja eigentlich besser sein als draußen, würde ich mal schätzen. Jetzt gehst du durch den anderen Festmacher. Schön straff. Ja. So, und jetzt da rechts irgendwo noch einmal fest. Hier so bei dem, der so runter geht, straff. Also ich mache hier einmal einen Zwischenknoten. Ja, kannst du auch. Kannst auch ganz durchziehen, dann kannst du auch außen hier vorbei. Ja. Noch einen? Nee, der reicht. So, und dann gehst du außen hier irgendwo rein, zwischen die Laschen oder in die Lasche, wie du möchtest. Genau, jetzt schön ziehen und dann einfach festmachen. Schön nach hinten ziehen. Oh, hier rum. Mache ich hier am Festmachen? Ja, perfekt. Sehr gut. So, wir haben das jetzt erstmal provisorisch, glaube ich, ganz gut gerettet. Wie ihr seht, wir testen jetzt einfach mal, ob das was bringt oder nicht. Und wir brauchen für hinten sowieso noch eine Plane und wollen uns da ja eh noch ein besseres Konzept überlegen. Deswegen gucken wir hier links und rechts schon immer. Aber das ist jetzt auf jeden Fall besser als vorher und dann hoffen wir mal, dass sich nicht immer so viel Wasser sammelt. So, wir haben ja noch was. Oh. Hier, ne, wir haben ja noch genug Zeug. Eigentlich müsste ich hier hinten noch mal runter, ne? Ich glaube, ich gehe hier hinten noch einmal lang, dass sich das noch mal runterzieht. Obwohl, wisst ihr was, wir gucken jetzt erstmal von oben an. So, es ist besser, aber wie ihr seht, auch gerade da vorne, da wird sich 100% das Wasser wieder sammeln. Aber dann gucken wir mal, ob sich das einfach ein bisschen sammelt und dann abläuft oder wieder so eine Teiche bildet und sich irgendwie verzieht. Schauen wir mal, hier sieht es jetzt besser aus, gerade hier hinten. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht funktioniert. Ja, abwarten. Neu bewerten. Jetzt mal. Ich will nach Hause. So, wie gesagt, wir haben schon alles erklärt, haben ein bisschen jetzt was gemacht. Solarzelle machen wir beim nächsten Mal, weil wir noch eine Tüte brauchen und ein bisschen Klebeband, dass wir die Kontakte dann abkleben können. Was machen wir jetzt? Wir brauchen, wie ihr seht, für hier hinten noch eine Plane. Da reicht die nicht rüber. Deswegen werden wir jetzt mal grob ein bisschen messen. Die gibt es ja eh immer nur in Meter Abständen. Und wir wissen ja, dass wir haben ja 3 Meter Bootsbreite, das ist ja schon mal klar. Aber wir müssen ja hier auch immer noch den Höhenunterschied mit reinberechnen. Deswegen machen wir das jetzt mal ganz easy. Das sind ja jetzt genau 2 mit runter, also die muss auf jeden Fall 4 Meter Breite haben, Minimum. Ich würde sogar 5 sagen. Ja, am besten 5. Lieber ein bisschen mehr, dass die Seiten auch abgedeckt sind. So, hier gehen wir mal, hier müssen wir rangehen. Angenommen, wir gehen sowieso gerade, was wir ja fast müssen. Das sind 2. Am besten nochmal 2. Ja, also 5x4 Minimum. 5x5. 5x5, ja, das wird es ja geben. Ja, in etwa so. Genau. Und ja. Jetzt geht's nach Hause, es ist kalt. Jetzt sind wir auch ganz gut durchgeregnet. Was? Aber ich weiß nicht warum, irgendwie macht mir das Wetter gerade Spaß. Stört mich irgendwie überhaupt nicht. Von daher packen wir jetzt ein, nehmen den Müll mit, den wir hier noch hatten. Emmy hat hier ein bisschen sauber gemacht schon mal. Und dann geht's auf den Weihnachtsmarkt, Leute. Ein kleinen Punsch, kleine Grillwurst. Yippie. Ich war gerade voll abgelenkt. Ganz da hinten ist die Küstenwache. Hoffentlich nehmen die uns nächstes Jahr nicht fest. Ich glaube nicht.